Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Es fällt mir schwer, das gebe ich jetzt ganz offen zu. Ich muss euch was erzählen. Oder besser gesagt, ich muss euch eine Ankündigung machen. Weil es gibt eine größere Veränderung auf meinem Kanal, die ich jetzt nicht unbedingt leugnen kann. Und ja. Also, ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr ist oder übernächstes Jahr, weil es ist einfach mal eine Momentaufnahme und es ist wie folgt. Die letzten Jahre war es oft so, dass ich euch nicht viel erzählen konnte, hin und wieder, aber wenigstens manchmal dann dazwischen, zum Beispiel, dass ein schöner Vlog gekommen ist. Okay, ich weiß nicht, ob schön, aber hatten irgendwie einen Vlog, wo ich euch ein bisschen mitgenommen habe in Sachen wie Weihnachten oder irgend sowas. Und das dann eben, ja, und ich dadurch dann auch neuen Input hatte, neue Ideen, kreativ, einfach mich kreativ sein konnte. Und dann hatte ich jetzt die Idee, dass ich Kochvideos mache. Und bei denen müsste ich dann ein bisschen Schneidearbeit betreiben. Wobei das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das erste Kochvideo, das ich gedreht habe, ist jetzt noch nicht so der Renner. Und mir ist jetzt selbst bewusst geworden, dass ich das nochmal neu machen müsste oder anders schneiden musste oder wie auch immer. Ich muss da halt jetzt immer noch was dran arbeiten. Und ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach zurzeit nicht so viele Themen habe, weil es mir an sich relativ ja, gut geht mit meiner Situation. Ich habe natürlich ein paar Sorgen, ein paar Sachen, aber und auch ein paar Sachen, wo ich auch mit euch bereden möchte. Aber es reicht nicht mehr für zwei Videos pro Woche. Es reicht nicht mehr für zwei Videos pro Woche. Und jetzt machen wir was ich am Anfang von meinem Kanal nie gedacht hätte. Und das ist jetzt eine Riesenänderung und ich als Asperger weiß, wie furchtbar das ist. Und deswegen entschuldige ich mich jaunenfach bei euch. Aber ab jetzt gibt es nur noch ein Video pro Woche. Ja, es ist Tatsache, ab jetzt gibt es ein Video pro Woche. Ich werde euch ab jetzt jede Woche ein Video wird es jetzt geben. Was heißt dann, dass anstelle von 8 Videos pro Monat gibt es ab jetzt 4 Videos pro Monat, heißt 8 Videos in 2 Monaten oder auch mal 10 maximal, wenn es 5 Wochen sind. Aber ich muss einfach für mich ein bisschen das nach unten schrauben, damit ich auch wieder ja, mehr Kreativität entwickeln kann, damit ich vielleicht auch diese Kochvideos einfach mal. Oh mein Gott, ich habe gesagt im November. Oh, das verschiebt sich noch. dass ich einfach mal diese Kochvideos einfach noch pro Versuche machen kann, weil ich möchte nicht das erste Kochvideo rausgeben, wenn ich nicht damit zufrieden bin. Und ich will jetzt auch nicht, dass es dann heißt, ja, dann gibt es jetzt jede Woche ein Kochvideo. Nee, wenn, dann gibt es, wenn es so Monate sind, wo es vielleicht so nicht nur 4 Wochen sind, sondern 5 Wochen sind, wird es dann vielleicht in der 5. Woche dann mal ein Kochvideo geben, dass ich dann aber halt einen Monat Zeit habe, um das zu drehen, zu schneiden, zu vorzubereiten. Und dass ich auch für mich einfach da mal erstmal eine Routine reinbringen kann, weil ja. Ist etwas Neues und ich weiß noch nicht, wie das läuft. Und ich weiß auch nicht, wie es euch gefallen wird. Und ich weiß auch nicht, wie es mir gefallen wird. Es kann auch sein, dass es zwei Kochvideos sind und dann war es das, weil ich sage, nee, ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber ich möchte auf jeden Fall mein Bestes geben. Und ich habe auch schon bei uns in der Küche umgeräumt. Das ist einfach, ja, damit es ein bisschen besser für die Kochvideos ausgerüstet ist. Und ich nicht mehr nur die Grundausstattung bei mir in der Küche habe, sondern dass ich einfach für mich jetzt da auch eine Küchenmaschine rumstehen habe und meinen riesen Kühlschrank. Ja. Und jetzt muss ich halt gucken, wo stelle ich Kamera auf, wie stelle ich sie auf, stelle ich sie auf ein vermutlich, also ich habe euch ja von meinen grauen Dingern hier erzählt, also da kann ich jetzt auch von oben rauf filmen. Da wisst ihr ja jetzt Bescheid, da muss ich jetzt nicht mehr so tun, als ob da nichts wäre. Jetzt können wir auch von oben versuchen, kann ich von oben versuchen, den zu filmen, dass ihr vielleicht noch mehr seht. Und ja, aber das sind alles so Sachen, wo erstmal Versuche brauchen. Und um Versuche zu machen, braucht man Zeit. Und für Zeit braucht man und man braucht Ideen. Und dafür brauche ich halt jetzt, wie gesagt,
für mich mehr Zeit und auch einfach, ja, ich habe mich schon wieder verloren. Also ja, es ist einfach, es gibt ab jetzt nur noch ein Video pro Woche. Was kann ich euch da dazu noch sagen? Es ist wie folgt. Also, ich habe gemerkt, dass die einen Leute lieber am Mittwoch gucken, die anderen lieber am Freitag. Und deswegen gibt es ab jetzt immer in der ersten Woche des Monats, ja, wenn es, ja, es gibt einfach immer eine Woche am Mittwoch und dann darauf folgenden am Freitag und dann darauf folgenden wieder am Mittwoch und dann wieder am Freitag. Und es gibt ab jetzt aber eben, wie gesagt, immer nur noch eins, aber einfach, dass es so, abwechselnd ist vom Wochentag her. Vielleicht ist das nicht die glücklichste Idee, aber ich probiere es jetzt einfach erstmal. Und probieren geht über studieren und man wird dann sehen. Ja. Ja, dann, das war's. Denke ich, das ist alles, was ich euch dazu sagen kann. Das nächste Video können die längeren Zuschauer überspringen, auch wenn es dann natürlich die jetzt erstmal, ja, aber das ist jetzt halt ein Bonusvideo. Das kommt jetzt halt, weil es mit diesem Video raus muss. Gibt es einen neuen Kanaltrailer, damit die, die dann ab jetzt dann einschalten, auch wissen, dass es ab jetzt immer nur ein Video gibt. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob das arg schlimm für euch ist oder wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readtomatoutlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.